Der Republikaner Jim Jordan ist am Dienstag in einer ersten Abstimmung für das Amt des Sprechers des US-Repräsentantenhauses gescheitert. Der Hardliner, der von Ex-Präsident Donald Trump unterstützt wird, erhielt lediglich 200 Stimmen, da mehrere Mitglieder seiner eigenen Partei sich nicht hinter ihn stellten. Erforderlich wären 217 Stimmen gewesen. Eine zweite Abstimmung wurde für Mittwochnachmittag Ortszeit angesetzt. Die Republikaner haben im Kongress mit 221 Vertretern eine knappe Mehrheit gegenüber den Demokraten mit 212. Die Demokraten stimmten am Dienstag geschlossen für ihren Kandidaten Hakeem Jeffries. Sie werden aber keine Chance haben, ihn durchzusetzen. Damit bleibt das Repräsentantenhaus auch zwei Wochen nach der Absetzung des Republikaners Kevin McCarthy durch eine Handvoll republikanischer Hardliner zunächst ohne Spitze. Der Kongress ist damit nicht in der Lage, auf die Kriege in Nahost und in der Ukraine zu reagieren. Zudem bleiben nur noch wenige Wochen, um einen erneuten Stillstand der US-Behörden zu verhindern.